Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Pressekonferenz des DKB-Handball-Bundesligaspiels TSV Hannover-Burgdorf gegen SC Magdeburg. Endstand 31:31 unentschieden, Halbzeit 16:16 unentschieden. Ja, und ich begrüße auf meiner linken Seite Bennett Wiegert, den Trainer des SCM, und Steffen Stiebler vom SCM. Und auf meiner rechten Seite, wie immer, Jens Bürkle, den Trainer der Recken, und Benjamin Chaton, unseren Geschäftsführer. Ja, Bennett, beide Halbzeiten sehr ausgeglichen. Was sagst du heute zur Leistung deiner Mannschaft? Ja, guten Abend erstmal. Jetzt gerade so kurz nach dem Spiel ist es wahrscheinlich schwierig, die richtigen Worte gerade an meine Mannschaft zu finden. Sie war sehr niedergeschlagen in der Kabine. Ich habe sie versucht aufzubauen, ihnen so ein bisschen die Augen zu öffnen, dass das kein verlorener Punkt ist. Wie es vielleicht scheint, weil wir zum Schluss am Drücker waren, scheint das wie ein verlorener Punkt. Ich glaube aber auch, dass wir nicht in allen Teilen des Spiels sehr souverän waren und dadurch auch öfters einem Rückstand hinterhergelaufen sind. Eine ganz schlechte Phase haben wir in der ersten Halbzeit, wo wir, glaube ich, von 2-2 irgendwann beim 8-3 sind, wo es dann auf einmal 5 sind, wo wir noch nicht wach sind, weiß nicht, wo wir uns da befinden, aber noch nicht auf dem Spielfeld. Kämpfen uns dann phänomenal zurück, was aber auch ein Kraftakt ist, und gehen dann mit einem Unentschieden 16:16 in die Halbzeit. Ja, in der Halbzeitpause sind wir wieder rausgegangen und waren klar auf Sieg eingestellt und haben es wieder nicht hinbekommen, sind wieder hinterhergelaufen, und das tut natürlich zum Schluss weh. Deswegen glaube ich, wenn man den Spielverlauf sieht, auch wenn wir damit nicht zufrieden sind, können wir mit dem Punkt ganz gut leben. Wir hätten gern mehr mitgenommen, aber der Spielverlauf zeigt vielleicht auch ein gerechtes Unentschieden zweier sehr kämpferischer Mannschaften heute. Spielerisch nicht so ganz so, wie ich mir das vielleicht vorstelle, aber kämpferisch auf jeden Fall auf hohem Niveau. Danke. Ja, vielen Dank, Bennett. Ja, Jens, für dich auch ein gewonnener Punkt? Ach, 10 Sekunden vor Schluss hätte ich gesagt, ja. Während des Spiels, denke ich, haben wir über sehr, sehr lange Phasen wirklich die Kontrolle über dieses Spiel gehabt. Haben es immer wieder geschafft, auch in der ersten Halbzeit richtig Power da auf dieses Schlachtfeld zu kriegen. Und da sieht man schon, dass wir gerade schon ein bisschen angeschlagen sind. Zum Ende jeder Halbzeit ist natürlich auch einfach auch die Kraft ausgegangen, die Schnelligkeit war dann irgendwann weg. Und das hat Magdeburg dann schon eiskalt bestraft, die innerhalb kürzester Zeit dann auch wirklich hohe Rückstände aufgeholt haben. Und dann ist es ärgerlich, dass wir 2, 3 Big Points wirklich wie auch letzte Woche haben liegen lassen. Sonst wären wir heute wahrscheinlich mit einem Punkt mehr vom Feld gegangen. Nichtsdestotrotz, ich habe es im Vorfeld gesagt, Magdeburg ist eine Hausnummer hier in dieser Liga und die musst du daheim erstmal schlagen. Jetzt sind 7 Spiele in Folge ungeschlagen, auch wenn es jetzt bloß 2 Unentschieden zum Schluss waren. Aufgrund der aktuellen Situation ist das vielleicht zu verstehen. Und trotzdem hätte ich mir während des Spiels dann doch ein paar Mal mehr Punkte gewünscht. Also es war einfach drin. Die Mannschaft hat über beide Phasen viele Sachen sehr, sehr gut gemacht. Wo man schon so ein bisschen Powerverlust sieht, ist, was wir nach dem Konter da beziehungsweise im Rückzug nicht mehr hinkriegen. Da lassen wir uns einfach 9 Kontertore einschenken von Magdeburg in der zweiten Halbzeit. 6 bei keinem einzigen Fehler. Und da merkt man schon, dass irgendwo so die Kräfte auch flöten gehen. In der ersten Halbzeit schießen wir 5 Kontertore, in der zweiten nur noch 1. Und das macht nachher den Unterschied aus, ob du hier mit 2 Punkten zum Schluss dastehst oder nur mit 1. Und trotzdem nochmal, das kann auch hinten raus in die Hose gehen. Und ich bin froh, dass der Kai diesen letzten Ball mit aller Gewalt, möchte ich mal, dann irgendwie doch über die Torlinie bringt. Und deshalb sind wir zufrieden, irgendwie, dass wir doch auch einen Punkt geholt haben. Ja, danke Jens. Das scheint bei Kai ja tatsächlich langsam zur Regel zu werden. Ja, Steffen, was sagst du zum heutigen Spiel und zu eurer Situation im Augenblick mit den 3 Wettbewerben, die ihr jetzt gerade habt? Ja, also ich glaube, dass das Spiel heute auch so ein bisschen unsere Situation widergespiegelt hat. Wir machen viele, viele gute Sachen. Wir kommen anfangs nicht so in diese Deckungsarbeit rein, wie wir uns das vielleicht vorgestellt haben.
haben auch leichte Ballverluste, kämpfen uns dann aber natürlich sehr, sehr gut zurück. Wir führen, glaube ich, zur zweiten Minute und dann kurz vor Schluss wieder. Wie Benno sagt, also ist natürlich für uns schade. Ich glaube, für die Köpfe wäre das natürlich super gewesen, auch so ein Spiel einfach mal zu gewinnen, um auch da mal ein bisschen das durchzupusten. Das ist ja momentan, glaube ich, so ein bisschen unsere Baustelle. Aber ich glaube, dass das wieder ein Schritt nach vorne war, den wir gemacht haben. Wir haben auch aktuell nicht viel Zeit zu überlegen. Wir haben alle drei Tage ein Spiel. Wir sind jetzt am Wochenende in Bukarest, nächsten Mittwoch schon wieder gegen Nettelstedt. Wir müssen jetzt viel regenerieren und hoffen, dass wir halt Schritt für Schritt uns weiterentwickeln und besser Handball spielen. Und da habe ich heute schon eine Menge gesehen und Respekt vor unserer Mannschaft, dass sie halt auch beim höheren Rückstand wieder zurückgekommen ist. Und das macht Hoffnung auf mehr. Danke. Ja, vielen Dank, Steffen. Ja, Benjamin, Jens sprach gerade von einem Schlachtfeld heute vor 4.100 Zuschauern, ausverkauftes Haus. Hast du es auch so gesehen? Ja. Höre jetzt hier 15 Minuten zu und weiß gar nicht so genau, was ich sagen soll. Bin auch jetzt nicht schlauer geworden. Glaube, Zuschauer haben sehr kämpferisches, sehr interessantes, sehr spannendes Spiel heute sehen können. Ich glaube, beide Mannschaften wollen gerne gewinnen, das steht außer Frage. Und das ist nach dem Spiel, sieht man hier 4 hängende Köpfe und unten sitzen nochmal knapp 30. Ja, aber für uns, glaube ich, 2 Punkte aus dem Auftaktprogramm, was auch noch sehr sportlich und ambitioniert weitergeht mit dem Auswärtsspiel in Göppingen und dann im Heimspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt, haben wir keine leichten Aufgaben vor der Brust und haben jetzt 2 Punkte geholt. Damit bin ich zwar nicht zufrieden, aber wenn man heute auch die Qualität der Magdeburger grundsätzlich sieht, dann ist es nicht selbstverständlich, dass wir dieses Heimspiel hier gewinnen. Und ich hatte heute gerade nach der ersten Halbzeit große Bauchschmerzen, ob wir das einfach von der Kraft her durchhalten können. Aber sowohl Mannschaft als auch Trainer haben da gut agiert, haben gute Lösungen gefunden und hinten raus sind wir vielleicht ein bisschen enttäuscht, dass wir das Spiel nicht gewinnen, aber so ist das im Sport. Ich fühle mich auch ein bisschen erinnert an letzte Woche, wo ich auch der Meinung war, dass wir vielleicht einen Sieg verdient hätten, aber hinten raus eigentlich froh sein müssen, dass wir nicht verlieren. Von daher freuen wir uns heute über einen Punkt, freuen uns über eine ausverkaufte Halle, wünschen dem SCM nicht nur einen weiteren Saisonverlauf, sondern vor allem auch im Europapokal alles Gute und drücken die Daumen, dass es dort möglichst weit geht und vielleicht sogar eine feine Vorteilnahme drin ist. Vielen Dank. Ja, danke auch dir, Benjamin. Jetzt bitte ich die Presse, ihre Fragen zu stellen. Ja, wenn das heute nicht zahlreich der Fall ist, dann möchte ich noch sagen, dass wir am 3.3. gegen Flensburg spielen. Benjamin sagte es schon, abends um 19 Uhr auf einem Donnerstag und hoffen natürlich, dass alle Zuschauer auch wieder dabei sind und uns eine ausverkaufte Swiss Life Hall bescheren. Vorher sind wir in Göppingen aktiv und ja, dann bedanke ich mich, wünsche euch eine gute Heimfahrt, Bennett und Steffen, und allen einen guten Nachhauseweg. Danke.